Ahoi meine Lieben, ich bin hier gerade im Malpais de Güímar, ein kleiner netter Park am Rande eines kleinen Vulkanes, wirklich nett für einen kleinen Spaziergang. Für euch geht es heute weiter mit dem zweiten Teil durch Anaga. Letztes Mal haben wir uns noch den schönen Sonnenuntergang am Strand vom Roque de las Bodegas gegönnt. Heute ging es über Benijo hoch zum Cruz del Draguillo mit einem kleinen Frühstück in den Tag gestartet. Viel Spaß! Von der Playa de la Bodega bis hierher zum Leuchtturm habe ich jetzt gute 6 Stunden gebraucht. Es sind eigentlich nur 12 Kilometer, aber viel bergauf, so wie die ganze Zeit schon. Bevor ich mich jetzt Richtung Chamorga wieder bergauf mache, gönne ich mir noch mal einen kleinen Streifzug durch dieses doch sehr modern anmutende Dörfchen. Thank you.
15 Minuten hat der Hund eines mir entgegenkommenden Wanderers beinahe ein Zicklein gerissen, welches gerade vor ein paar Stunden bis Tagen, ich habe keine Ahnung, geboren wurde. Der Wanderer konnte es glücklicherweise noch retten und hat es mir dann in die Hand gedrückt, damit ich auf das Zicklein aufpasse, während er weitergeht und seinen Hund wegschafft. Hat den Hund natürlich nicht weiter an die Leine genommen oder so. Es laufen jetzt zwar noch drei andere Zicklein rum, aber gut. Und als ich das Zicklein dann losgelassen habe, ist es natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Und mir blieb nichts anderes übrig, als entweder warten oder ihm hinterherlaufen. In jedem Fall hat es nicht einfach mal so umgedreht. Insofern bin ich dann hinterher in der Hoffnung, dass es irgendwann mal bergauf oder bergab mir ausweicht. So ist es dann auch irgendwann gekommen. Es ist dann hier hoch und ich konnte es mit Steinen wieder so Richtung Mutter treiben. Und man hört sie immer noch. Das Tal war vor Freudenschreien nur so erfüllt. War ein schöner Augenblick zu erleben, wie die Familie wieder vereint wurde. Gab dann auch erstmal Milch. Ich gönne mir jetzt auch gleich erstmal einen Schluck Wasser auf den Schreck. Und ja, die Familie ist wieder vereint. Ich mache mich weiter bergauf. Die Sonne verschwindet langsam hinter den Bergen, das heißt, es wird kühler. Wir sehen uns später. Guten Morgen. Ich wollte euch nur kurz erzählen, was für einen fantastischen Menschen ich getroffen habe. Hier in dem Dorf bin ich durch, oder wollte ich eigentlich nur durchwandern zu meinem nächsten Schlafplatz. Habe einfach mal auf Verdacht in eine Gruppe reingefragt, ob jemand ein Brot für mich hätte, was er verkaufen will, mit einem Stück Käse. Statt einem Brot mit Käse habe ich eine warme Suppe, Karottensuppe und Gulasch. Fadenwürmer, es soll wohl Fisch sein, aufgetischt bekommen. Richtig, richtig lecker. Und dadurch, dass die Sonne während der Zwischenzeit, wo wir dann gequatscht haben, so die ein, zwei Stunden, untergegangen ist, hat er mich noch in einer seiner Höhlen übernachten lassen. Richtig, richtig angenehmer Mensch. Sehr, sehr freundlich. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal besuchen kommen. Vom Weg abgekommen. Da drüben ist er.
Keine Ahnung, wie ich das mal wieder schaffe. Andrea, im Hintergrund, ganz, ganz weit in der Ferne, Santa Cruz, unsere dicke, fette Aida Kreuzer. Sag schon mal gute Nacht und vielen Dank, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet habt. Ich werde mich morgen auf den Rückweg machen. Das heißt, ganz gemütlich am Strand aufwachen und den Tag am Strand genießen. Las Teresitas, einer der zwei oder drei künstlichen Strände zu erkennen am weißen Strand. Euch ist vielleicht aufgefallen, in der Regel ist er eher schwarz bzw. gar kein Sand, sondern Steine. Ich hoffe, euch hat die Reise durch Anaga gefallen, beziehungsweise der kleine Einblick in Anaga. Hier gibt es noch viel zu erkunden, hier könnte man noch Tage verbringen. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder und bis dann. Und wenn ihr wissen wollt, wie meine Route die letzten Tage aussah, schaut unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link.